Wälzt ihr euch nachts auch öfters hin und her oder wacht auf und habt eure Bettdecke von euch weggestrampelt? Manche Menschen bewegen sich im Schlaf stärker als andere und trotzdem rollen sie nicht einfach so über die Bettkante. Der Grund dafür ist unser Gehirn. Sobald es vom Körper das Signal bekommt, dass kein stützender Untergrund mehr zu spüren ist, wirkt es dagegen und beauftragt unsere Muskeln, sich wegzubewegen und auf die andere Seite zu rollen. Auch beispielsweise bei Rückenschmerzen gibt das Gehirn unseren Muskeln ganz automatisch das Signal, sich in eine möglichst schmerzlose Position zu drehen. Kinder fallen öfters aus dem Bett, weil ihr Gehirn erst noch lernen muss, unbewusste Signale im Schlaf zu verarbeiten. Bei Erwachsenen kann ein starker Alkoholkonsum dazu führen, dass die Kontrollmechanismen des Gehirns nicht mehr optimal funktionieren. Auch bestimmte Krankheiten wie Demenz oder Parkinson können Schlafstörungen hervorrufen, wobei es zu einem Sturz aus dem Bett kommen kann.